Video wird es nämlich um meine Krankheit in Anführungszeichen gehen. Yo Leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bed Wars, so wie oft. Und heute möchte ich mal über ein etwas ernsteres Thema reden, wie viele wahrscheinlich am Titel schon erkannt haben. In diesem Video wird es nämlich um meine Krankheit in Anführungszeichen gehen. Es ist eine Krankheit, aber ich sag immer, eine Krankheit ist eigentlich nur, wenn man da dran richtig leidet. Klar leide ich vielleicht an dem, was ich habe, ein bisschen. Man kann damit leben und das ist so ziemlich die Hauptsache. Yo, der will damit nur Klicks erzeugen. Erstmal für die Leute, die das wahrscheinlich jetzt sagen, so. Ich mache jetzt seit 2,5 Jahren YouTube und habe noch nie irgendwas davon erwähnt oder gesagt. Und zurzeit fühle ich mich einfach so im Recht den Zuschauern, die nach einem Jahr Inaktivität immer noch meinen Kanal schauen und immer noch dabei sind. Ich finde, ich schulde denen einfach was. Und da muss ich wirklich sagen, dass ich einfach denke, dass ich sie an meinem Leben teilhaben lassen sollte und eben keine Geheimnisse mehr vor ihnen haben will. Ja Leute, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, ich habe Diabetes. Diabetes Typ 1, das ist eine Zuckererkrankung. Bei dieser Zuckererkrankung oder Zuckerkrankheit, wie viele es nennen, geht es halt einfach darum, dass ein Organ in eurem Körper, die Bauchspeicheldrüse, einfach ausgefallen ist und sich mal gedacht hat, no, ich mache hier heute nichts mehr und gehe mal für die nächsten Jahre in Ruhestand. Sag ich mal. Dieses Organ ist halt dafür da, eine bestimmte Flüssigkeit zu produzieren, die Kohlenhydrate zu Energie umwandelt. Das funktioniert halt bei mir nicht mehr so wie bei einem normalen Menschen. Ach nein, Mist. Das nennt sich dann halt eben Diabetes, wenn das so der Fall ist. Bei dieser Krankheit, ich möchte euch gar nicht so eine Biologiestunde darüber halten, was diese Krankheit ist und wie das funktioniert, weil ich es selbst immer übelst langweilig finde, wenn Leute das machen. Ich möchte euch in dem Video einfach ein paar Storys erzählen, die ich damit hatte. Ein bisschen erzählen, wie es damit ist zu leben. Und eigentlich mehr auch wirklich nicht. Vielleicht so ein paar Grundkenntnisse, die man haben sollte, um das zu verstehen. Und zwar würde ich erstmal damit anfangen, wie das überhaupt war, zum Arzt zu gehen und zu hören, yo, du hast Diabetes, du musst jetzt 4 Jahre ins Krankenhaus und dein Leben wird sich ab diesem Moment dann drastisch umstellen. Also ich war früher 7, als ich an der Krankheit in Anführungszeichen erkrankt bin. Zu diesem Moment mit 7 Jahren war man noch ein kleines Kind, hat noch das offene Leben genossen. Und ja, dann sind wir zum Arzt gegangen, ich und meine Mom. Aus dem Grund, dass ich, bis ich 7 Jahre alt war, sogar bis ich 9 Jahre alt war, ins Bett gepullert habe. Noch ganz schlimm jede Nacht. Und dann sind wir irgendwann zum Arzt gegangen. Der Arzt hat es die ersten Male gar nicht so richtig gecheckt, was ich habe. Und hat uns immer gesagt, ja, gehen Sie jetzt erstmal wieder nach Hause. Vielleicht sagen wir daran, aber war nie wirklich das. Und irgendwann hat er eine Blutzuckermessung gemacht. Davor, die Male, war halt mein Blutzucker immer ganz okay. Beziehungsweise okay. Und deswegen hat der Arzt auch nie wirklich was dazu gesagt oder mich irgendwie ernst damit belastet, dass ich vielleicht diese Krankheit haben könnte. Wir waren beim Arzt. Ich hatte dann die Diagnose bekommen, yo, Per, du hast Diabetes. Ich weiß auch ganz genau, wie ich dann angefangen habe zu weinen, was ja verständlich ist, wenn dir jemand sagt, yo, du hast eine Krankheit, die dein Leben so ein bisschen verändert. Oh, fuck. Nein! Was? Der hat noch gelebt? Naja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, in der nächsten Runde angekommen. Ja, ich habe dann halt angefangen zu weinen und ich weiß auch genau, wie die Ärztin dann zu mir gesagt hat, hier, das war so ein Kristallstein. Sie gesagt, hier, nimm den Stein und pass gut auf ihn auf. Dieser Stein wird dir jetzt Glück bringen, der wird dich auf deinem Weg mit der Krankheit begleiten. Krankheit in Anführungszeichen. Ja, ich habe den Stein dann genommen und ja, Leute, ich habe diesen Stein immer noch hier neben mir liegen. Ich verbinde mit diesem Stein wirklich eine ganze Menge. Weil er hat wirklich, wie die Ärztin früher gesagt hat, er hat mich durchgehend begleitet im Krankenhaus, auf der Reha, bei schwierigen Tagen. Er war immer dabei, war immer entweder an meinem Schreibtisch oder auf meinem Schrank, im Zimmer. Er war immer war er dabei. Das war halt so ziemlich das Ausschlaggebende. Dann bin ich ins Krankenhaus mit meiner Mom und ich weiß auch ganz genau, im Krankenhaus war es relativ angenehm, nur ich hatte einen richtig beschissenen Zimmernachbarn. Dieser Zimmernachbar, ja, es gab früher ein technisches Problem im Krankenhaus und deswegen konnte man dort nur auf einer Fernbedienung beide Fernseher steuern. Ihr müsst euch vorstellen, im Zimmer gab es links und rechts im Bett. Und ich war 7 Jahre alt und mein Zimmernachbar, kann man sich denken, war 14 bzw. 15 Jahre alt. Auch so jetzt in meine Richtung vom Alter her. Dann hat er immer sein Programm angeschaltet. Ich war 7 Jahre alt, ich wollte einfach Super RTL gucken, ja, ich wollte Disney Channel gucken. Und er hat einfach durchgehend sein Programm angemacht. Das hat meine Krankenhauszeit echt nochmal ein bisschen verschlimmert, das muss ich wirklich sagen. Das hat es echt nochmal richtig runtergezogen. Leute, ihr müsst euch vorstellen, man kann im Prinzip dieses Insulin, diese Flüssigkeit, entweder mit einer Spritze sich spritzen oder
Man hat eine Pumpe, wo man sich einen Katheter legt und den alle 3 Tage wechselt. Dafür erledigt halt die Pumpe so fast alles für einen. Außer halt, dass man selber noch das Insulin, die Insulinmenge für das, was man isst, abgeben muss. Ach nein, den Block MLG hätte ich locker schaffen können. Und ja, ich hatte früher noch einen Pen. Pen war die Spritze. Hab dann nach einem Jahr auf die Pumpe gewechselt. Einfach weil die Pumpe halt wesentlich, wesentlich einfacher und angenehmer ist zu tragen. Und vor allem mit einer Spritze verursacht man sich solche Verhärtungen in den Ballen. Wirklich manchmal blaue Flecke. Und da muss man auch in Verhärtungen ins Insulin spritzen. Was die Wirkung von dem Insulin, der Flüssigkeit von der Bauchspeicheldrüse auch nochmal abschwächen lässt. Dann habe ich die Pumpe bekommen und seitdem habe ich die auch. Habe sie einmal gewechselt auf ein neueres Modell nach 4 Jahren. Mittlerweile komme ich gut damit klar, komme gut damit zurecht. Die Pumpe ist echt angenehm. Wirklich nur alle 3 Tage diesen Katheter zu wechseln, ist wirklich richtiger Luxus, wenn man sich vorgestellt hat, wie ich früher mich gespritzt habe. Wir haben beide komplett veraimt, Lul. Und seitdem ich die Pumpe habe, läuft es auch alles wirklich wesentlich besser so. Ich muss auch alle 8 Wochen muss ich zum Arzt. Bei diesem Arzt gibt es dann Grunduntersuchungen, also wiegen, messen, dann noch das Gespräch mit dem Arzt, der dir dann sagt, yo, du kannst das und das besser machen, um deine Werte zu verbessern. Die Blutzuckerwerte ist im Prinzip der Zuckergehalt, der im Blut ist. Und da gehe ich alle 8 Wochen hin, das läuft auch momentan relativ okay. Ich bin ein Jugendlicher, bei mir sind die Werte zurzeit, also ihr müsst euch vorstellen, so, wenn man erwachsen wird, dann sind diese Blutzuckerwerte generell etwas verschieden, aber trotzdem halt hängt es auch schon mit dir zusammen, dass du vielleicht was falsch machst, wenn die Zuckerwerte scheiße sind. Aber bei mir läuft zurzeit echt relativ angenehm, gut zu managen, würde ich mal sagen. Ich kann es alles machen und es belastet mich auch nicht wirklich im Leben. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht einen zweiten Teil haben wollt von diesem Erklärungsvideo in Anführungszeichen, da ich wirklich sagen muss, dass es vielleicht interessiert es manche. Mich hat es früher auch interessiert. Ich habe früher einen Diabetiker auf dem Teamspeak getroffen, der war auch Zuschauer. Hallo, falls du dieses Video siehst. Und mit dem habe ich mich auch unterhalten und es war richtig, richtig spannend. Also es war wirklich spannend. Also Leute, falls ihr Fragen habt, falls ihr noch einen zweiten Teil wollt, wo ich es vielleicht alles nochmal genauer erkläre, andere Geschichten davon erzähle, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache das dann. Ihr müsst mir halt nur wirklich ein Feedback geben, ob ich das machen soll. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wirklich, ich bin für alles offen, für alles. Ihr könnt mich alles fragen. Ich habe da keine Schwelle, wo ich sage, nee, die Frage geht gar nicht. Ihr könnt mich alles fragen. Alles, 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 was ihr wollt. So, und ich glaube, jetzt ist die Runde auch gleich vorbei. Ja. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat die kleine Information auch gefallen. Ich habe es wirklich versucht, ein bisschen fröhlich zu halten, weil ich jetzt hier nicht rummimimien wollte. Ja, ich habe diese Krankheit. Schenkt mir Mitleid. Ich habe die Krankheit seit über 7 Jahren, mache seit 2,5 Jahren YouTube und habe es jetzt das erste Mal erwähnt. Ich hoffe, das ist okay. Und ja, ich würde sagen, falls ihr Fragen habt, in die Kommentare damit. Bei einem zweiten Teil auch in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, Leute.